hier sind wir bei unserem zweiten Talkthema. Ich hoffe, ihr könnt noch, wenn ihr... Wir machen es ganz kurz. ...eine Zigarette braucht oder ein Getränk oder auf die Toilette müsst, dann geht leise raus. Jetzt fängt so der gemütliche Teil des Abends an. Wir machen das ganz leger. Wir haben da vorne auch einen Kickers stehen. Und wenn ihr Kaffee Latte wollt, holt euch einen am Tresen, geht aufs Haus. Nein, geht nicht aufs Haus. Start-up Kultur, Start-up Kunst. Wir haben es ja zu tun mit einem neuen Role Model, was aus Silicon Valley zu uns kommt als Start-up-Asshole. Lange Zeit dachten wir in Berlin, wir sind immun dagegen, weil die Berliner Start-up-Kultur so ein bisschen versleckter war. Kommst du heute nicht, kommst du morgen. So wie viele unserer Talkgäste auch, die wir angefragt haben. Und dann kamen die Samwer-Brüder und haben diesen ganzen Asshole, einen auf dicke Hose machen, Scheiß importiert. Und jetzt haben wir das Problem, enter the Arseholes. Auf einmal gibt es die Fantasie, diese Leute werden kultiviert und fangen an, sich für Kunst zu interessieren. Und endlich gibt es eine Hoffnung in Berlin, dass wir mit dem Rheinland aufschließen können, dass es hier nicht nur Leute gibt, die auf Galerievernissagen rumstehen und schnorren und umsonst Alkohol trinken, sondern endlich mal Leute, die auch Kunst kaufen, wie im Rheinland die Industriellen. Aus den Start-up-Assholes werden die Artholes, so haben wir sie mal genannt. Die Frage ist, Phantasma oder Realität? Genau. Und um das zu diskutieren, haben wir zwei fantastische Gäste eingeladen. Hergen Wöbken weiß nun wirklich alles darüber. Und warum weiß er alles? Weil er als Geschäftsführer des Instituts für Strategieentwicklung den Berliner Senat berät, wie man in diesem Berliner Sumpf überhaupt nachhaltige Strukturen aufbauen kann, die es Künstlern ermöglichen zu überleben. Er ist der Mann, falls ihr es nicht wisst und schon mal in den Genuss gekommen seid, der hinter Ideen steht wie die Projektraumförderung oder das Berliner Atelierprogramm. Hergen, vielen Dank. Dass Komm du hoch. Hier bist. Und wir begrüßen ebenso auf der Bühne Katharina Baukage, die vom in Berlin und L.A. basierten Art-Startup Artflash-Edition den Kunstbetrieb aus seinem Elfenbeinturm holen und weniger erfahrenen Kunstinteressierten den Kauf hochwertiger Originale erleichtern will. Entschuldigung. Katharina, herzlich willkommen. Selbst eine Startup-Unternehmerin, aber vor allem Kennerin der Kulturen L.A., Silicon Valley und Berlin. Hallo Katharina. Anfangen wird Hergen mit einem kurzen Bericht über oder einem Referat auf die Frage, is it really happening oder sind das Chimären, sind das Wirkfantasien, die uns vielleicht gleichwohl leiten in unseren Handlungen oder die Akteure? Ja, hallo. Ganz kurz, also ich kann nicht die Startup-Studie referieren, weil ich von Holm nur 2,5 Minuten bekommen habe. Und deswegen der kurze Verweis, wir haben eine Startup-Studie geschrieben, also erhoben, wie viele Startups gibt es, was machen die. Und von den Studien selber, die gibt es online, gibt es jetzt ausgedruckt nicht mehr so viele. Was ich aber mitgebracht habe, ist das Vorwort, die Zusammenfassung, die meisten lesen eh nicht mehr. Und den Pressespiegel, das liegt da vorne auf den Tisch, das könnt ihr euch mitnehmen. Ich würde das sozusagen, weil es jetzt die Fragestellung gab, gibt es aus der Startup-Szene neue Impulse, gibt es vielleicht ein neues kaufkräftiges Publikum für die Kunstszene und so weiter, würde ich einfach mal anfangen mit der Empirie, die wir in den Studien haben, der letzten irgendwie 10 Jahre. Haben Studien geschrieben über die Kunstszene in Berlin, über Künstler in Berlin, über Kunstnetzwerke in Berlin, über Galerien in Deutschland und zuletzt über die Startup-Szene. Und wenn ich das kombiniere, dann fange ich mal kurz mit der Startup-Szene an. Ein Ergebnis der Studie ist, wir sind nicht das neue Silicon Valley. Es ist eigentlich, wenn man sozusagen vorher aufgeladen war von dem, was man in der Zeitung lesen konnte, eher ernüchternd gewesen. Wir haben 2012
zum ersten Mal uns die Szene angeguckt, haben 270 Startups gefunden und das Startups, die haben wir definiert, also das ist nicht irgendwas, also nicht irgendwelche Leute, die sich gründen und auch nicht irgendwelche Leute, die irgendwas mit Digitalisierung zu tun haben, sondern das sind Unternehmen, die nicht älter sind als 5 Jahre, die in eigenständiger Regie arbeiten, also nicht Marken von irgendwelchen Konzernen sind oder so und die ein skalierbares Geschäftsmodell haben. In diesen 270 Startups gab es 6.700 Mitarbeiter, 3 Jahre später gab es 620 Startups, 13.200 Mitarbeiter. Das ist eine super, super gute Entwicklung, ist aber ernüchternd, wenn man sich vorgestellt hat, dass wir eigentlich schon das neue Silicon Valley haben und 3 Millionen Leute in Berlin in Startups arbeiten. Das ist definitiv nicht der Fall. Dahinter, und das könnt ihr euch dann, darauf gehe ich jetzt nicht weiter ein, liegen die Segmente, also was machen die überhaupt? Es gibt eigentlich 2 Triebfedern für die Startup-Szene. Das eine ist die sogenannte digitale Bohème, da gab es mal ein Buch drüber von einem Holm Friebel, glaube ich. Und das andere, das sind tatsächlich die Samwer-Brüder. Die Samwer-Brüder mit ihrem Copy-and-Execute-Modell, die eine Kultur eigentlich etablieren, die mich ans Investmentbanking der 90er Jahre erinnert, von dem man eigentlich dachte, dass man es hinter sich hat. Aber egal, wie man es findet und moralisch beurteilt, ohne die Samwer-Brüder hätten wir überhaupt keine Sichtbarkeit gehabt. Die von den 270 Startups und Mitarbeitern im Jahr 2012 sind 70% Samwer-Brüder und im Jahr 2015 sind es 50%. So, das kurz dazu. Wenn wir jetzt mal sagen, jetzt das nächste Slide, wenn wir das vergleichen und alle Mitarbeiter von Startups aggregieren und das sozusagen vergleichen mit den größten Arbeitgebern in der Stadt Berlin, dann sind die Startups aggregiert irgendwo auf Platz 5 zwischen Berliner BVG und Siemens AG mit 13.200 Mitarbeitern. Wenn die Entwicklung so weitergeht, sind sie bald aggregiert der größte Arbeitgeber der Stadt. Das heißt aber noch nicht, dass es eine Aussage ist über die Arbeitsbedingungen, ob dort wirklich tolle Löhne gezahlt werden, ob es Spaß macht und so weiter, sondern es ist einfach nur mal eine nackte Zahl. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass aus diesem Bereich eine neue Schubkraft kommen soll und wir sagen mal, dass es von 20.000 Mitarbeitern ungefähr, und das ist glaube ich sehr übertrieben, 1.000 überhaupt die Kaufkraft haben, Kunst einzukaufen, also sagen wir mal so für 20.000 Euro im Jahr, dann wissen wir aus Studien, dass wir ungefähr 15% Interesse an bildender Kunst unterstellen können. Also Kaufkraft ist die eine Bedingung, die andere ist natürlich Interesse an bildender Kunst, weil viele, die Kaufkraft haben für bildende Kunst, interessieren sich für irgendwas anderes wie Motorsport oder Yachten oder Musik oder Essen gehen oder was es alles so gibt. So, das heißt, dann hätten wir 150 Leute, 150 kaufkräftige neue Kunstsammler und gehen mal davon aus, dass sich ein Drittel ihres Geldes in Berlin ausgeben, weil die sind viel unterwegs und kaufen bestimmt auch gerne in Tokio und New York und so weiter ein. Wenn wir das mal hochrechnen, dann hätten wir ein zusätzliches Volumen von 1 Million. Aus der Galerienstudie 2013, das IFSE wissen wir, in Berlin gibt es ungefähr 250 Millionen Umsatz im Primärmarkt. Das heißt also, 1 Million von 250 Millionen sind 0,4% mehr Angebot. Jetzt muss man sich aber auch die andere Seite angucken, nämlich was löst dieses Signal aus, wenn wir jetzt alle der Meinung sind, dass die Horden aus den Startups uns demnächst die Galerien leer kaufen. Wenn wir bisher davon ausgehen, dass wir mit irgendwie roundabout 500 Räumen, die in irgendeiner Art und Weise Kunst anbieten und ungefähr 1.000 ernstzunehmenden Künstlern, die halbwegs von ihrer Kunst leben können, dass die ungefähr einen Umsatzbedarf von 60 Millionen haben im Jahr. Oder wenn wir davon ausgehen, dass wir nochmal die Zahl angucken von 250 Millionen, was wir zurzeit an Umsatz haben im Primärmarkt in Berlin und sagen, durch diesen Startup-Effekt haben wir vielleicht 5% mehr. Das heißt also, die sich noch nicht getraut haben, sich bisher als Künstler zu outen oder als Galerist zu outen, kommen jetzt aus den Löchern. Dann haben wir also durch diesen Signaleffekt der Startup-Kaufkraft ungefähr 2,5 bis 12,5 Millionen mehr Angebot gegenüber 1 Million tatsächlicher Nachfrage. So, das heißt also, es ist definitiv, wenn man sich so mal empirisch anguckt, absolut heiße Luft. Und da wir in Berlin sind, können wir also davon ausgehen, dass sich diese Geschichte noch lange tragen wird.
Und das Interessante daran ist, dass es auch eine Ex-Post-Bestätigung geben wird. Was nämlich passieren kann, ist, dass jetzt ganz viele Leute denken, dass irgendwelche tollen Entrepreneure, die mit symbolischem Kapital aufgeladen sind, jetzt irgendwo Kunst einkaufen und dass man sozusagen durch den Kunstkauf auch signalisiert, dass man ein Entrepreneur ist. Gibt es vielleicht irgendwelche Entrepreneur-Darsteller, die in irgendwelchen Orten, wo es Galeriendarsteller gibt, die Kunst von Kunstdarstellern sozusagen kaufen und dort tatsächlich Umsatz generieren. Und da keiner tatsächlich nachfragt, wer eigentlich auf welchen Events kauft und vor Ort ist und so weiter, könnte es also sein, dass es einen Effekt gibt durch die Startup-Szene und dass man irgendwie das Gefühl hat, man kennt ganz viele Leute, die irgendwie was mit Entrepreneurship zu tun haben, auf einmal Kunst kaufen. So, das ist mein erstes Statement dazu. Also zusammengefasst, du sagst, wirtschaftlich relevant ist die Startup-Szene für den Kunstbetrieb nicht. Katharina. Verkaufst du an Startup Artholes? Richtet sich dein Angebot daran? Hast du selbst mit solchen Leuten zu tun? Gibt es diese solventen Sammler, die ihr Geld nicht mit Bricks and Mortar machen, sondern mit Apps und diesen Dingen und die aber gleichzeitig Renaissance-Menschen sind und sich für Kunst, Gegenwartskunst interessieren? Wow, viele Fragen. Also ich, schwierig zu beantworten. Zum einen ist ja Artflash eine Online-Galerie. Das heißt, wir kennen nicht immer unsere ganzen Kunden. Das kann man manchmal ablesen an den Namen. Wenn einer irgendwie vielleicht Herbert heißt und ich will keinem Herbert zu nahe treten oder Helmut, dann ist es vielleicht nicht gerade Jahrgang 1970, sondern vielleicht schon etwas gediegeneres Alter. Und außerdem richtet sich Artflash an eigentlich Einsteiger, die interessiert sind an zeitgenössischer Kunst, weil wir vertreiben ausschließlich Editionen, das heißt Auflagenkunst. Und die Idee kam uns, oder unsere Ressource, wo wir die Edition her haben, sind Kunstvereine, die sich eben der Förderung junger Künstler verschreiben und teilweise auch zur Förderung und finanziellen Unterstützung am Ende einer Ausstellung eben Jahresgaben oder Editionen herausgeben und günstig an ihre Mitglieder verkaufen. Also Siebdrucke, Linolschnitte, Grafiken, ja, Radierungen, alles. Und diese Tradition gibt es schon teilweise seit über 100 Jahren und von über 200 Kunstvereinen und wird regelmäßig weiter betrieben und jedes Jahr wird fleißig verlegt und editiert und herausgegeben. Und nicht alle dieser Editionen, früher waren es große Editionen, auch so ein Beuys, von dem wir nun hier schon viel sprachen, wollte eben auch sein Wort und seine Message verbreiten und hat eben dann auch günstige Drucktechniken wie die Offset-Lithografie, die ja eigentlich nur für Posterdrucke vorgesehen war, genutzt, okay, bevor wir in den Werbeblock jetzt hier noch weiter ausdehnen, würde mich stärker interessieren, hast du mit der Berliner Startup-Szene zu tun? Hast du mit der LA-Startup-Szene zu tun? Seid ihr überhaupt ein klassisches Startup oder eher digitale Bohem? Wie sieht das aus bei den Kunst-Startups? Das wäre ja auch ein Feld, wo man sagen kann, okay, es ist nicht nur Kunst kaufen, sondern es ist auch Kunst vermitteln. Das ist ein Berliner Erfolgsmodell. Mir fallen noch ein paar andere ein, die was Ähnliches machen. Ja, ich fühle mich weniger als Startup. Immerhin gibt es uns jetzt 5 Jahre. Das heißt, wir sind auf deiner Liste genau da gewesen. 2012 kann man vielleicht, fühlte ich mich noch als Startup, Oktober 2012 gelauncht. Und mittlerweile eben fast 5 Jahre alt, aber wir haben immer aus eigener Kraft operiert, nie Fremdkapital aufgenommen und das zum guten Grund, weil man ist tatsächlich Start-up-Entrepreneur gewesen, schon 2007 und hat so schlechte Erfahrungen gemacht mit Investoren, dass uns klar war, wenn ich jetzt was hier mache, dann aus eigener Kraft. Und das Prinzip von Artflash ist halt auch so limitiert, weil wir zeigen eben auch nur alle 2 Wochen 2 Editionen und das im Flash-Sale-Prinzip, hatten das eben kopiert von schon anderen, sage ich mal, Anbietern wie Fab.com oder Vente Privé, also aus der Mode oder aus dem Designbereich, ne, diese Flash-Sales. Und da waren wir damals die Ersten, die das für den Kunstbereich sich getraut haben und mit Erfolg, mit Glück. Ja, wir wussten nicht, ob man das kann, Kunst über dieses Prinzip zu verkaufen, aber es ist eben auch ja zum Einstiegspreis. Das heißt, unsere Arbeiten fangen teilweise bei 150 an und sind eigentlich maximal 1500
Also noch für einige bezahlbar doch. Ja, wir sprechen jetzt nicht von 20.000 oder 50.000 Euro. Vielen Dank. Das ist ja wirklich relativ eindeutig an Privatleute gerichtet, die ihr Geld als Anwälte, Werbefuzzis oder was auch immer verdienen. Ein Verdacht, mit dem man die Existenz von Start-up-Kunst erhärten könnte, wäre ja, wenn man mal hingeht an diese Orte und guckt, ob da überhaupt Kunst hängt. Das hast du, glaube ich, gemacht, Hergen. Hast du das mitgebracht? Wo ist das? Wo passiert Kunst? Das ist im Springer Plug-and-Play Accelerator und ganz kurz vielleicht dazu, was ich eben gesagt habe, war ja eher negativ sozusagen, dass ich nicht glaube, dass es Kaufkraft im eigentlichen Sinne, wie wir es bisher kennen, aus der Startup-Szene kommt. Was ich aber glaube, ist, dass sich Startup-Szene und Kunstszene stark bereichern können und zumindest interagieren können. Wenn wir noch nicht bereichern, dann zumindest interagieren. Eines von vielen Beispielen ist ein Accelerator, das ist Springer Plug and Play. Wenn man das hier sieht, sollte man denken, also komisch, da wird irgendwie normales Business gemacht mit PowerPoint-Folien und dahinter gibt es irgendwie diese abgefuckte Wand, die vielleicht ein Hinweis auf Kunst oder Subkultur oder irgendwas sein kann. Sieht ziemlich kindergartenmäßig aus. Richtig, und deswegen hängt das da ja auch, weil es ist absolut befriedigend, wenn man das als Buchdruck moderner Kunstkritiker sieht, wenn man sofort weiß, ach, hier soll Kunst ein bisschen kritisieren, wird aber total vereinnahmt, ist Kindergarten und bringt überhaupt nichts. Die Sache dahinter ist, diese Wand war schon vorher so bemalt, bevor der Accelerator drin war, von einem Clemens von Wedel. Das hat einen ganz anderen Hintergrund gehabt. Was in diesem Accelerator jetzt passiert ist, dass mit jedem Batch, also immer wenn Startups reinkommen, auch eine Künstlerin oder ein Künstler mit reinkommen. Und ich habe mit mehreren dieser Künstlerinnen und Künstler gesprochen. Eine finde ich super spannend, die heißt Lia Zegal aus Israel. Die war selber, kommt sie aus dem Startup-Bereich und die hat sich eigentlich mit Daten beschäftigt und hat programmiert und kam dann auf die Idee, darüber in die Kunst zu gehen und produziert jetzt Roboter, die Bilder malen. Aber auch das ist eigentlich nicht so wichtig, mit Robotern die Bilder malen und was überhaupt da rauskommt. Was wichtig ist, sind die Erfahrungswerte, die berichtet werden von den Künstlern, was diese Zeit in Startups mit ihnen machen. Sie berichten von einer unglaublichen Lernerfahrung. Sie berichten davon, dass sie unglaublich viele neue Anschlüsse bekommen haben und dass es ein Impuls war, der ihr ganzes Leben bereichert. Dass es also auch Folgen gab, zum Beispiel dann auf Messen auszustellen oder eine Galerie zu finden und so weiter. Die Idee ist, die Künstler arbeiten da vor Ort in den Räumen des Accelerators. Mit der Grundidee, so wie Künstler arbeiten und so wie Startups arbeiten, das hat Ähnlichkeit, aber die Ergebnisse sind ganz andere und die sollen sich da irgendwie gegenseitig befruchten. Ja, also irgendwie so ist die Idee und was dann bei rauskommt, das liegt immer an den Menschen und das, was sie daraus machen. Tatsächlich ist die Idee, dass sie sich gegenseitig befruchten, dass sie in Kontakt miteinander kommen und miteinander sprechen. Und ich denke, die Chance liegt einfach darin, dass etwas Drittes entsteht, was wir jetzt in dieser Binarität noch nicht drin haben, nämlich neue Kunstformen. Die Hoffnung ist ja auch schon älter, dass die Grillen und die Ameisen irgendwie dieselbe Sprache sprechen würden. Es gibt noch einen anderen Ort, wo wir mal angefragt haben. Anna hat mal eine Mail hingeschickt, die Factory, das Flagship der Berliner Startup-Kultur. Genau, eine Art Startup-Business-Club und Sitz von Unternehmen wie Soundcloud und Hackerbay an der Bernauer Straße. Da habe ich mal gefragt, habt ihr denn Fläche, die ihr für Kunst reserviert und wenn ja, was wird da gezeigt? Und bekam zur Antwort, dass die bislang Street-Art zeigen, teilweise von den Mitarbeitern dort selbst verfertigte Street-Art. Und Sammler konnte man mir keine nennen innerhalb der Firma oder der Factory. Also das steckt da noch sehr in den Kinderschuhen. Beziehungsweise gibt es da auch negative Effekte. Die Factory hat letztes Jahr im Herbst so einen kleinen Shitstorm auf sich gezogen, als sie ihre Halloween-Party in einem verlassenen Gebäude stattfinden ließen. Das
in der Lohmühlenstraße. Das Gebäude war 2 Wochen vorher noch nicht verlassen gewesen. Da haben tatsächlich 150 Berliner Künstler und Kreative gearbeitet, die dann da rausgeschmissen wurden. Und also ja, die alte Geschichte von der Gentrifizierung. Ja, so sieht's aus, wenn Elefanten im Porzellanladen tanzen. Das ist natürlich auch ein Effekt, den wir jetzt nicht mehr vollends in den Blick nehmen können. Was mich aber noch interessieren würde, Street Art ist ja ein legitimes Weiterungsfeld, was offensichtlich in dieser Welt weniger Berührungsängste produziert. Schält sich etwas heraus wie eine Start-up-Kunst, die quasi in dieser Realitätsfiktion, dass es diese Sammler gäbe, voraus allen von den Galerien promotet wird oder auch von den Künstlern hergestellt werden, weil man diesen Markt vermutet. Ich hatte die Vermutung, als ich mir im Zuge der Recherchen zum ersten Mal die Kindl-Brauerei angeguckt habe, die von einem Schweizer Immobilienfonds mit einer Stiftung zusammen als eines der spektakulärsten Privatmuseen in Berlin bewirtschaftet wird. Rundum in den alten Kindl-Räumen sitzen Start-ups und eine Ausstellung dort ist Shirina Shabazi mit einem typischen Start-up-Bullshit-Titel, First Things First. Und ich dachte so beim Durchgehen, super high-end produziert, Fotos aus allen Bereichen, keine erkennbare Handschrift, kein Motiv, aber tut niemandem weh und macht sich sicher gut hinter einem CEO, CFO-Schreibtisch. Seht ihr sowas? Das ist jetzt ein bisschen ketzerisch gefragt. Gibt es das? Fällt euch das auf? Sehr gutes Instagram-Material natürlich. Klingt jetzt vielleicht zu kulturpessimistisch. Vielleicht ist ja auch was dran, vielleicht gibt es völlig neue Kunstformen, Post-Startup-Art. Dazu soll ich jetzt was sagen. Na, ich habe zwei Ideen dazu. Ich habe gerade Anne von Eigen und Art Lab getroffen, die eben auch mal einen anderen Weg gehen. Die holen nämlich die Menschen da ab, wo sie sind, und die haben eben, zeigen zum Teil, also haben irgendeine Kooperation mit einer Firma, dessen Namen ich nicht weiß. Ich glaube, es ist auch ein Startup. Und da ist eine große weiße Wand und dort, die kuratieren sie so alle 3 Monate, laden den Künstler ein und dann wird halt in der Abend- oder Mittagspause über Kunst geredet. Finde ich eine super Sache, nachahmenswert, aus den Galerien raus, aus dem White Cube raus. Artfest versucht es ähnlich, wir zeigen auch keine White Cube Fotos, sondern gehen in die Wohnzimmer, zeigen die Kunst in den Wohnzimmern, zugänglich und eben mit ansprechenden Texten vermittelt. Und eine andere Erfahrung vielleicht nochmal, die ich nicht gemacht habe, aber der Blick über einen großen Teich. In San Francisco leiden ja nun alle unter dem Startup-Boom, weil dort ist ja nun das Silicon Valley und dort verdienen ja nun gewisse Leute wirklich Milliarden und Millionen. Und im Januar hat dort auch zum ersten Mal die Art Limited aufgemacht, die eigentlich vorher in Miami war. Parallel zur Art Basel, und da dachte ich, ach, das ist, wo ich jetzt in Los Angeles lebe, nicht so weit weg, das gucke ich mir an. Außerdem hatte ja das San Francisco MoMA neu aufgemacht und eine neue Galerie Berggrün hat dort ihre Dependance eröffnet. Und ich habe dort mit einem Galeristen gesprochen, der meinte, naja, wir schauen hier alle mit den Füßen, wir hoffen, dass eben mal die ganzen Milliardäre hier vor mal vorbeikommen und tatsächlich mal Kunst kaufen. Er würde aber das Problem sehen, dass die sich selber als Kreative und Künstler verstehen und ja, deswegen vielleicht gar nicht in der Kunst sozusagen einen Gegenpol vielleicht zu ihrer Arbeit oder suchen, ja, sondern sich selbst sozusagen ihre Arbeit als Kunst erheben. Das vielleicht nochmal als Kommentar. Kreative Banausen, interessanter neuer Sozialtypus. Wir haben leider keine Zeit, das müssen wir nachher an den Tresen verlegen. Thomas, ich weiß, Österreicher redet immer doppelt so lange wie ich. Jürgen, ein kurzes Schlusswort von dir, kreative Banausen. Ja, es sind unterschiedliche Bezüge zur Gentrifikation, kann man sagen. Das kann man ähnlich so erfolgreich gegen protestieren wie gegen das Wetter. Gentrifikation gibt es und man muss sie gestalten. Das ist eine Aufgabe von uns allen und es ist natürlich viel einfacher, einfach die Gentrifikation blöd zu finden. Klar. Das andere mit den Kunstbanausen und so weiter, ich denke einfach, wenn jetzt wenig Zeit ist, ist einfach eine Unterscheidung super, super, super wichtig, die wir mal einfach alle in die Birne bekommen müssen. Und zwar zwischen Kunst und Kunstszene. Ja? Also die Kunst, die sucht sich selber aus, was sie selegiert und macht und wie sie sich selber eigendynamisch fortentwickelt.
Wenn man die Kunst betrachtet von vor 50 Jahren, dann war nicht absehbar, was heute in den Museen hängt, was heute von Kuratoren und Kritikern gewertschätzt wird. Und genauso wenig können wir es absehen, was in 50 Jahren irgendwo in Museen hängt. Es gibt nur starke Hinweise darauf, dass nichts von dem wir heute denken, dass es in den Museen hängen wird und deren Versprechen wir heute erliegen, nach dem Motto, schreib dich in die Kunstgeschichte ein und so Blödsinn, dass das dort hängen wird, weil wir haben eine Explosion von Bildern, wir haben ein Verschwinden von bisherigen Sparten, also es macht mit der Digitalisierung überhaupt keinen Sinn mehr zwischen Musik, Bewegtbild und Text und so weiter zu unterscheiden. Das heißt, es wird eine Melange geben und ich denke einfach, also eine These will ich dazu nicht abgeben, was in 50 Jahren dasteht, vielleicht Prototypen von irgendwelchen Elektroautos oder der erste Apple oder was weiß ich. Auf jeden Fall mit höherer Wahrscheinlichkeit nicht das, was jetzt gerade in Ateliers in Berlin gemalt und produziert wird. Wunderbar. So, und deswegen lassen wir die Kunst einfach mal Kunst sein. Stellen wir uns als kleines Monster vor, das sich selbst und stark irgendwie ernährt und alle die Umwelt ausbeutet, die Künstler mit Versprechungen ranholt, die Sammler mit Versprechungen ranholt, die Kritiker und Kuratoren mit Versprechungen ranholt, aber ansonsten autonom ist und wir müssen uns um die Kunst überhaupt keine Sorgen machen. Das, worüber wir uns Sorgen machen müssen, ist die Kunstszene, also wie Leute sozusagen, die sich in Kontakt mit Kunst bringen wollen, überleben. Und diese Interaktion von Startup-Szene und Künstlerszene, die also potenzielle Kooperationspartner sind, wozu aber die Kunstszene dann ein Angebot braucht, weil das hat sie nicht, die ist leer wie nichts anderes, während die Startups zumindest den Profit haben, über den sie referieren und etwas lernen können, also über die Kondition, dieses Ziel zu erreichen und so weiter. Und ja, dann gilt es sozusagen einfach herauszufinden, wie man in Kontakt miteinander kommt und wie man gemeinsam etwas gestalten kann. Alright. Vielen, vielen Dank euch beiden. Vielen Dank. Wir machen noch eine ganz kurze Nehmt euch die Zusammenfassung mit, Pause. Schaut euch Artflash.net oder com an. Kurze Werbepause, danach noch zwei äußerst unterhaltsame kurze Programmpunkte. Diese Werbepause besteht nur aus einem Film und wir freuen uns, dass endlich auch Künstler die Gelegenheit nutzen, unsere Sonderwerbeformen zu schalten. Olli. Nicht nur Josef Beuys, den wir hier nochmal sehen als Jingle, sondern auch Moritz Frei. Was davon haben.